Wir befinden uns seit 150 Jahren in einem psychohistorischen Krieg gegen Deutschland und Russland. Zitat Winston Churchill: Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass dieser Krieg nicht gegen Hitler oder den Nationalsozialismus geht, sondern gegen die Kraft des deutschen Volkes, die man für immer zerschlagen will, gleichgültig, ob sie in den Händen Hitlers oder eines Jesuitenpapstes liegt. Das sagte Winston Churchill, britischer Premierminister 1874 bis 1965. So hat der Krieg also nie aufgehört und soll im Jahre 2020 beendet werden. Die Gehirnwäsche der deutschen Bevölkerung ist fast abgeschlossen. Bis zum Jahr 2020 soll Deutschland unregierbar werden. Seit drei Generationen gibt es in Deutschland eine Selektion von Politdarstellern, die kontinuierlich von Zerstörern Deutschlands geführt werden. Was in den Rheinwiesenlagern begann, soll bald zu Ende geführt werden. Ein Glück ist es bereits besiegelt, wie die Geschichte ausgeht, und die höhere Ebene der Verwaltung wacht auf und organisiert sich, um ihre Kinder nicht im Leid zu sehen. Diese Einblicke in die wahren Begebenheiten und Hintergründe, warum das germanische Volk ausgelöscht werden soll, sind sehr wichtig für das Verständnis, was auf uns in den kommenden Monaten und Jahren zukommt. Zitat: Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und begabter als der Rest Europas sind. Das wird immer wieder zu Ungleichgewichten führen. Dem kann aber gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus Deutschland herausgeleitet wird. Es ist vollkommen egal wofür, es kann auch radikal verschwendet werden. Hauptsache, die Deutschen haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet. Zitat Ende. Das sagte Josef Joschka Fischer von der Partei Die Grünen, Ex-Außenminister und Ex-Vizekanzler. Und überhaupt, wenn Sie über Deutschland reden, über die BRD, dann ist es ein absolut erstaunliches Projekt von Socioengineering bzw. Psychohistorik, worüber wir gerade gesprochen haben. Innerhalb von 70 Jahren ist es den Angelsachsen gelungen, eine schlicht kastrierte Nation hervorzubringen. Sie haben das vollbracht, worüber Churchill 1940 sprach. Er sagte: Wir, Großbritannien, führen nicht gegen Hitlerkrieg, auch nicht gegen den Nationalsozialismus, sondern gegen den Geist Schillers, damit dieser nie wiedergeboren werde. Folgendes Zitat stammt von Englands Premier während der Kriegszeit, Lloyd George, der am 29. November 1934 im englischen Unterhaus Folgendes sagte. Zitat: Dass die Signaturmächte des Vertrages von Versailles den Deutschen feierlich versprachen, man würde abrüsten, wenn Deutschland mit der Abrüstung vorangehe. 14 Jahre lang hatte Deutschland auf die Einhaltung dieses Versprechens gewartet. In der Zwischenzeit haben alle Länder ihre Kriegsbewaffnung noch gesteigert und sogar den Nachbarn Geldanleihen zugestanden, mit denen diese wiederum gewaltige Militärorganisationen dicht an Deutschlands Grenzen aufbauten. Können wir uns dann wundern, dass die Deutschen zu guter Letzt zu einer Revolution und Revolte gegen diese chronischen Betrügereien der großen Mächte getrieben werden? Zitat Ende. Nächstes Zitat von Adolf Hitler nach Beendigung des Frankreich-Feldzuges in einem Gespräch mit dem Architekten Professor Hermann Giesler. Zitat: Ich will den Frieden und ich werde alles dran setzen, um den Frieden zu schließen. Noch ist es nicht zu spät. Dabei werde ich bis an die Grenzen des Möglichen gehen, soweit es die Opfer und Würde der deutschen Nation zulassen. Ich weiß mir Besseres als Krieg. Allein wenn ich an den Verlust des deutschen Blutes denke. Es fallen ja immer die Besten, die tapfersten und opferbereitesten, deren Aufgabe es wäre, die Nation zu verkörpern, zu führen. Ich habe es nicht nötig, mir durch Krieg einen Namen zu machen wie Churchill. Ich will mir einen Namen machen als Ordner des deutschen Volkes, seine Einheit und seinen Lebensraum will ich sichern, den nationalen Sozialismus durchsetzen, die Umwelt gestalten. Zitat Ende. Nächstes Zitat ist von Generalmajor John Frederick Charles Fuller, britischer Militärhistoriker, vergleiche der Zweite Weltkrieg, Wien 1950. Zitat: Nicht die politischen Lehren Hitlers haben uns in den Krieg gestürzt. Anlass war der Erfolg seines Wachstums, eine neue Wirtschaft aufzubauen. Die Wurzeln des Krieges waren Neid, Gier und Angst. Zitat Ende. Und noch ein weiteres Zitat von Generalmajor John Frederick Charles Fuller. Zitat: Führt Deutschland ein vernünftiges Geldsystem ein, in welchem kein Geld gekauft, also gehortet werden kann,
dann wird die Goldblase platzen und die Grundlagen des Staatskapitalismus brechen auseinander. Daher muss es um jeden Preis daran gehindert werden. Daher auch die fieberhaften Vorbereitungen zu seiner Vernichtung. Zitat Ende. Nun ein Zitat von Little Hart, Militärhistoriker in der Zeitschrift Tomorrow, Ausgabe 6, 1947. Zitat: Die Kriegsführung hatte versucht, ein Abkommen zu treffen, wobei das Schicksal Polens und der kleinen Staaten keine wesentliche Rolle spielte, sondern dass es sich dabei um die Lösung Deutschlands vom Goldstandard gehandelt habe. Während des ganzen Telegrammkrieges fanden ausgedehnte Verhandlungen zwischen dem britischen und dem deutschen Auswärtigen Amt statt, in denen wir vorschlugen, die Feindseligkeiten einzustellen, sofern sich Deutschland bereit erklärt, zur Goldwährung zurückzukehren. Zitat Ende. Nun ein Zitat von Winston Churchill: Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandelssystem herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mitverdienen konnte. Zitat Ende. Nächstes Zitat aus dem Sunday Correspondent, London, 17.09.1989, vergleiche Frankfurter Allgemeine, 18.09.1989, Zitat: Wir sind 1939 nicht in den Krieg gezogen, um Deutschland vor Hitler, den Kontinent vor dem Faschismus zu retten. Wie 1914 sind wir für den nicht weniger edlen Grund in den Krieg eingetreten, dass wir eine deutsche Vorherrschaft in Europa nicht akzeptieren konnten. Zitat Ende. Nächstes Zitat ist von Lord Halifax, 1881 bis 1959, englischer Botschafter in Washington, und er sagte 1939, Zitat: Jetzt haben wir Hitler zum Krieg gezwungen, so dass er nicht mehr auf friedlichem Wege ein Stück des Versailler Vertrages nach dem anderen aufheben kann. Zitat Ende. Nächstes Zitat ist von Professor Dr. Harry Elmer Barnes von der Columbia University, New York. Zitat: Obwohl eindeutig auf dokumentarischer Grundlage bewiesen worden ist, dass Hitler nicht verantwortlicher, wenn überhaupt verantwortlich, für den Krieg von 1939 gewesen ist, als der Kaiser es 1914 war, stützte man sich nach 1945 in Deutschland auf das Verdikt der deutschen Alleinschuld, das von der Wahrheit genauso weit entfernt liegt wie die Kriegsschuldklausel des Versailler Vertrages. Das Kriegsschuldbewusstsein nach 1945 stellt einen Fall von geradezu unbegreiflicher Selbstbezichtigungssucht ohnegleichen in der Geschichte der Menschheit dar. Ich jedenfalls kenne kein anderes Beispiel in der Geschichte dafür, dass ein Volk diese nahezu wahnwitzige Sucht zeigt, die dunklen Schatten der Schuld auf sich zu nehmen an einem politischen Verbrechen, das es nicht beging. Es sei denn jenes Verbrechen, sich selbst die Schuld am Zweiten Weltkrieg aufzubürden. Zitat Ende. Nochmal Harry Elmer Barnes in Blasting of the Historical Blackout, Oxnard, California, 1962, Zitat: Der springende Punkt ist hier, dass Hitler im Gegensatz zu Churchill, Roosevelt und Stalin keinen allgemeinen Kriegsausbruch 1939 wollte. Zitat Ende. Nochmal Professor Harry Elmer Barnes, Zitat: Wenn sich dieses Grunddogma nicht aufrechterhalten lässt, wird der Zweite Weltkrieg zum größten Verbrechen der Geschichte, das zur Hauptsache auf England, Frankreich und der Vereinigten Staaten lastet. Zitat Ende. Barnes und Professor Charles Beard gehörten in der dritten und vierten Dekade des 20. Jahrhunderts zu den angesehensten Historikern in den Vereinigten Staaten. Als sie aber die offizielle Version der US-Regierung zu Pearl Harbor ablehnten, denunzierte man sie als Irre, Deppen, Spinner und so weiter und entfernte sie aus dem offiziellen Lehrbetrieb. Nun ein Zitat von Sir Hartley Shawcross, der britische Generalankläger in Nürnberg. Vergleiche Shawcross Stalins Schachzüge gegen Deutschland, Graz, 1963. Zitat: Hitler und das deutsche Volk haben den Krieg nicht gewollt. Wir haben auf die verschiedenen Beschwörungen Hitlers um Frieden nicht geantwortet. Nun müssen wir feststellen, dass er recht hatte. Anstelle einer Kooperation Deutschlands, die er uns angeboten hatte, steht die riesige imperialistische Macht der Sowjets. Ich fühle mich beschämt, jetzt sehen zu müssen, wie dieselben Ziele, die wir Hitler unterstellt haben, unter einem anderen Namen verfolgt werden. Zitat Ende. Nun ein Zitat von James Baker, US-Außenminister, 1989 bis 1992. Siehe Der Spiegel, Ausgabe 13, 1992. Zitat: Wir machten aus Hitler ein Monstrum, einen Teufel,
Deshalb konnten wir nach dem Krieg auch nicht mehr davon abrücken. Hatten wir doch die Massen gegen den Teufel persönlich mobilisiert. Also waren wir nach dem Krieg gezwungen, in diesem Teufelsszenario mitzuspielen. Wir hätten unmöglich unseren Nachbarn klarmachen können, dass der Krieg eigentlich nur eine wirtschaftliche Präventivmaßnahme war. Zitat Ende. Ein weiteres Zitat von Winston Churchill aus Emery's Hughes' Winston Churchill, His Career in War and Peace, Seite 145. Zitat: Sie müssen verstehen, dieser Krieg gilt nicht Hitler und dem Nationalsozialismus. Dieser Krieg wird wegen der Stärke des deutschen Volkes geführt, das ein für alle Mal zu Brei gemacht werden muss. Es spielt keine Rolle, ob die Deutschen sich in den Händen eines Hitler oder eines Jesuitenpriesters befinden. Zitat Ende. Nun weitere Zitate von Winston Churchill. Im Jahre 1936 sagte er zu General Robert E. Wood, Zitat: Deutschland wird stark, wir müssen es vernichten. Ein weiteres Zitat von 1936: Wir werden Hitler den Krieg aufzwingen, ob er will oder nicht. Und ein weiteres Zitat vom 3.9.1939: Dieser Krieg ist Englands Krieg. Sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands. Vorwärts, Soldaten Christi. Ein Zitat von 1940: Ich führe keinen Krieg gegen Hitler, sondern ich führe einen Krieg gegen Deutschland. 1941 sagte er: Das deutsche Volk besteht aus 60 Millionen Verbrechern und Banditen. Nur ein toter Deutscher ist ein guter Deutscher. Wir haben das falsche Schwein geschlachtet. Ich möchte keine Vorschläge haben, wie wir kriegswichtige Ziele im Umfeld von Dresden zerstören können. Ich möchte Vorschläge haben, wie wir 600.000 Flüchtlinge aus Breslau in Dresden braten können. 1945 sagte Winston Churchill: Wir hätten, wenn wir gewollt hätten, ohne einen Schuss zu tun, verhindern können, dass der Krieg ausbrach. Aber wir wollten nicht. Nun ein kurzer Ausschnitt aus der Augsburger Allgemeinen vom 2. Januar 1970. Zitat: Geheimdokumente enthüllen. London wies 1940 Friedensfühler zurück. Das britische Kriegskabinett unter Winston Churchill wies im Juli und August 1940 mehrere von deutscher Seite und neutraler Seite kommende Friedensfühler zurück. Dies geht aus bisher geheim gehaltenen britischen Kabinettspapieren des Jahres 1940 hervor, die jetzt, nach der vorgeschriebenen 30-jährigen Sperre, freigegeben wurden. Zitat Ende. Nun ein Zitat von Eugen Gerstenmaier, Bundestagspräsident ab 1954. Während des Krieges Mitglied der Bekennenden Kirche. Zitat: Was wir im deutschen Widerstand während des Krieges nicht wirklich begreifen wollten, haben wir nachträglich vollends gelernt, dass der Krieg schließlich nicht gegen Hitler, sondern gegen Deutschland geführt wurde. Zitat Ende. Nun ein Zitat von dem Zionisten Samuel Roth in Now and Forever, New York 1925, Seite 42, über den kommenden Krieg. Zitat: Aus Belgien und Deutschland wird er ein solches Schlachthaus machen, dass es nötig sein wird, neue und höhere Deiche um Holland zu bauen, damit der Geruch des Blutbades nicht ein Land besudeln möge, für das die Wut des Rächers keine Schrecken bereithält. Durch Frankreich aber wird er fegen, wie ein Brand durch ein Kornfeld. Zitat Ende. Das nächste Zitat ist vom Zionisten W. Jabotinsky in der jüdischen Zeitung Nach Retsch, zu Deutsch Unsere Rache, laut A. Melski in An den Quellen des großen Hasses, Anmerkungen zur Judenfrage, Moskau, 31.07.1994, Zitat: Unsere jüdischen Interessen verlangen die vollständige Vernichtung Deutschlands. Das deutsche Volk ist eine Gefahr für uns. Nun ein Zitat von Franklin Delano Roosevelt, Freimaurer und von 1933 bis 1945 der 32. Präsident der USA im Jahre 1932, also vor Hitlers Machtergreifung. Zitiert bei Emanuel J. Reichenberger, Wider Willkür und Machtrausch, Graz, 1955, Seite 241: Ich werde Deutschland zermalmen. Bernard Lekasch, Präsident der Jüdischen Weltliga, sagte am 9.11.1938, Zitat: Unsere Sache ist, Deutschland, dem Staatsfeind Nummer 1, erbarmungslos den Krieg zu erklären. Zitat Ende. Und in Paris sagte er am 18. November 1938: Es ist unsere Sache, die moralische und wirtschaftliche Blockade Deutschlands zu organisieren und diese Nation zu verteilen.
Es ist unsere Sache, endlich einen Krieg ohne Gnade zu erwirken. Zitat Ende. Emil Ludwig sagte in Les Annales im Juni 1934, Zitat, Hitler will nicht den Krieg, aber er wird dazu gezwungen werden, nicht in diesem Jahr, aber bald. Das letzte Wort hat, wie 1914, England zu sprechen. Zitat Ende. Und Emil Ludwig sagte in Die neue heilige Allianz, Straßburg, Juli 1938, Seite 39, Zitat, denn obwohl er vielleicht im letzten Augenblick den Krieg vermeiden will, der ihn verschlingen kann, wird Hitler dennoch zum Krieg genötigt werden. Zitat Ende. General Dwight D. Eisenhower zu Beginn des Angriffs an der Röhr, ein Nebenfluss der Ruhr im Sauerland, Zitat, unser Hauptziel ist die Vernichtung von so vielen Deutschen wie möglich. Ich erwarte die Vernichtung jedes Deutschen westlich des Rheins und innerhalb des Gebietes, das wir angreifen. Zitat Ende. Die Direktive JCS 1067 vom 23.03.1945 vom US-Präsidenten Roosevelt sagt, Zitat, Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke der Befreiung, sondern als besiegte Feindnation. Zitat Ende. Reverend Ludwig A. Fritsch, Physical Doctor, Chicago 1948, sagte, die Deutschen müssten Engel oder Heilige sein, um zu vergessen und zu vergeben, was sie an Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten zweimal in einer Generation zu erleiden hatten, ohne dass sie ihrerseits die Alliierten herausgefordert hätten. Wären wir Amerikaner so behandelt worden, unsere Racheakte für unser Leiden würden keine Grenzen kennen. Zitat Ende. George Patton, US-Vier-Sterne-General, sagte am 31.08.1945, Zitat, in Wirklichkeit sind die Deutschen das einzige anständige in Europa lebende Volk. Zitat Ende. Ein alliierter Umerzieher zu Professor Dr. Friedrich Grimm, dem Verfasser des äußerst lesenswerten Buches Politische Justiz, die Krankheit unserer Zeit, Bonn 1953, Zitat, wir haben diesen Krieg durch Gräuelpropaganda gewonnen und wir fangen jetzt erst richtig damit an. Wir werden diese Gräuelpropaganda fortführen, wir werden sie steigern, bis niemand mehr ein gutes Wort von den Deutschen annehmen wird, bis alles zerstört ist, was ihnen Sympathien in anderen Ländern entgegenbringen könnte und bis sie derart verwirrt sind, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Wenn dies erreicht ist, wenn sie anfangen, ihr eigenes Nest zu beschmutzen, und zwar nicht widerstrebend, sondern mit Übereifer den Siegern gehorchend, nur dann ist der Sieg vollkommen. Es wird niemals endgültig sein. Die Umerziehung bedarf gewissenhafter, unentwegter Pflege, wie ein englischer Rasen. Nur ein Moment der Unachtsamkeit und das Unkraut bricht durch, dieses unausrottbare Unkraut der geschichtlichen Wahrheit. Zitat Ende. Das letzte Zitat ist von Mahatma Gandhi, zitiert in Hier spricht Gandhi, 1954, Barth Verlag, München. Zitat, der letzte Krieg hat deutlicher als sonst die satanische Natur der Zivilisation erwiesen. Jedes Sittengesetz ist von den Siegern gebrochen worden. Keine Lüge war zu schlecht, um angewendet zu werden. Zitat Ende. Von der Seite freigeist-forum-tübingen.de vom Samstag, den 19. August 2017.